Okay, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Pikmin 2 Challenge Bonus mit Pat und mir. Oh ja. So, wir haben es jetzt geschafft, die erste Ebene. Und ich weiß nicht, ob wir in der zweiten Ebene gestorben sind oder ich weiß auch nicht mehr, was los war. Und deswegen... Wir haben das schon wieder total vergessen. Wir haben kurz Zeitgedächtnis und haben... Nein, aktive Verdrängung. Das ist einfach ein Selbstschutzmechanismus. Wir können dafür gar nichts. Oh mein Gott. Ach, der Vogel! Der hat uns alle aufgesnackt! Was? Nee. Der war auch woanders. Oder? Nee, warte. Das war doch der Vogel! Nein! Ja, natürlich! Ich hab ihn angerührt! Was ist das schlecht? Er hat sich noch nicht verdaut. Aber der müsste nochmal anrübsen. Aber der frisst sie doch dann, oder? Ja, außer wenn wir ihn töten würden, dann wird er die verdaut er die nicht. Er hätte nur aufputschen können. Oh! Alter! Ist das scheiße, kommt aber auch gleich raus und go down. Gleich am Anfang. Da können wir gar nichts machen. Boah, ey. Wie doof. Und nochmal. Den ganzen Quatsch. Ja. Ach. Ist der widerlich. Aber warum hatten wir noch kein Blatt? Hä? Ja, waren wir da echt so eingeschnappt und haben die alle aufessen? Ich weiß es ja nicht mehr. Haben wir die alle töten lassen? Ich weiß es nicht genau. Tja, Freunde, würde ich sagen, ab diesem Part beginnen halt die Resurrections. Ne, die Revanche-Dinger. Wir haben bis jetzt die ganzen weißen Blüten. Nochmal nachholen. Ja. Fangen wir gleich bei dir an, wa? Nee. Ich lieber auf den Vogel. Ah, na gut. Aber warum haben wir so viele Punkte, Alter? Das ist nicht ein... Oh. Aber im ersten Teil? Hä? Haben wir vielleicht mehr Schätze eingesammelt oder so? Wie stimmt, im ersten. So, okay, jetzt haben wir da wieder eine Blüte. Wir haben alle Level außer die letzte. Und die letzte, das heben wir uns auf, weil jetzt müssen wir erstmal hier wieder alles. Das Beste kommt zum Schluss. Zwei Ebenen. Ja, das Beste, 5 Ebenen da. Das wird bestimmt spaßig. Risikotraining. Zum Kotzen wird das. Was war das nochmal für was eine Welt? Was war denn das nochmal, genau? Wir drehen das hier nicht alles am Stück, nicht wahr? Sagt mir erstmal nichts. Mir auch nicht. Außer dass hier Feuer ist. Und ein brennender Vetter. Ein kleiner. Noch ein kleiner. Ein dicker, fetter Brenner. Der beschützt den Schlüssel. Ja, schläft mit einem Auge offen, der sieht ja. Schlüssel mit einem Auge offen. Wieso ist das Risikotraining, wenn ich mal fragen darf? Das wäre hier Feuer und Wasser, hier ist so ein Feuertyp hier und Wasser, hier ist alles so nebeneinander sogar. Na, wird es wohl daran liegen. Hat der echt den Schlüssel? Der dicke Feuertyp hat den Schlüssel. Aha. Würde ich einfach vermuten. War das nicht so, dass wir den Feuer abgekotzt hatten, weil wir keinen Aufputschmittel mehr hatten im zweiten Map, aber da mehr gebraucht hätten? Pennt die Sau. Das wäre genau, das wäre nur eins machen, entweder auf Putschen oder auf Steine. Ich habe Angst. Ist besser, den hier zu versteinern, oder? Und den zweiten abputschen. Aber am zweiten ärgert man nicht mehr, wenn man da verkackt ist. Also wenn die sonst platt machen. Das ist kacke, den kann man doch sehr platt machen, das ist dumm. Ihr könnt zwar ja mit Pikmin da hochkotten, aber... Ja, dann, der snackt ja einfach los. Da kennt er nix. Ach, scheiße. Jetzt haben wir ja Glück und der lässt nochmal ein Dings hier frei. Gibt's ja auch manchmal, dass er dann noch so ein... Okay. Ne, hat er nicht gemacht. Das ist böse. Ah. Da liegen ja auch schon Leichen über Leichen. Was ist hier los? Ah. Ja, weißt du schon. Funktioniert das Feuer nicht mehr, warst du schon, ne? Ja, da war ich ja schon. Da war ich schon fleißig. Nett unter Wasser. Er trainiert jetzt durchs Feuer. Ist er noch angefallen? Nee, ich war dumm. Mann, dumme Frequenz. Sequenz. Ah, die trauen durchs Feuer. Wenn jemand anfängt zu brennen, spawn dich sofort zum Loch. Nee, nix.
können eigentlich auch weiter. Ist jetzt auch egal. Wir wollen bloß die Blüte. Ich habe diesen Part fast, ich habe bisher noch gar nicht gesagt, aber weil ich so aufbrausend so nervös war. So, was haben wir denn hier verkackt? Da ist einer ins Wasser geflogen. Stimmt, da ist einer ins Wasser gefallen. Ja, ich erinnere mich, okay. Wo waren sie wundert haben, wie der hinkommt, ne? Ja, bist du da runtergefallen, ja, war voll bescheuert. Schwubbi. War das über hier im Wasser? Nee, ne? Mann, die sind langweilig, ich stoppe ja was anderes. Was ist das für ein scheiß Blaseball? Oh oh. Okay, der ist tot. So, hat er den Schlüssel? Ne, er hat einen Ring. Er war verheiratet. Inzwischen, du machst den Cleaner voll fertig. Das ist aber auch fies, oder? So ein Blaseball am Wasser. Ja, wie gesagt, die fliegen ja hier nicht im hohen Bogen. Da ist gleich zwei. Ja, oh! Einer mit leichtem Schlaf. Der Schlüssel ist bestimmt hier oben drin, ne? Ne, oder der Dicke hat den. Ja, der Dicke. Der Spinner. Genau. Rutscht alle runter. Damit er. Ich fand es besonders schwer, diesen alten Dicken hier fertig zu machen. Ja, jetzt können wir aber echt nicht mehr machen. Aber ich dachte, wenn ich alle auf immer rumwerfe, dann müsste das klappen. Das Umfeld sollte stimmen und frei sein. Ja, ich kann auch nicht. Zumindest um diesen blauen hier. Gut, wenn du Feuerspinne das ist ja. Und da brauchst du auch blau und alles. Aua. Nein, ich werde einfach alle hochhalten. Au! Ja, aber ja, du stirbst ja nicht, ne? Nee. Der Tobi zieht der jetzt nicht ab. Der schleudert mich hier nur so ein bisschen rum. Das ist wohl lustig, ja. Finde ich. Okay, Schätze sind hier gut am Kommen. Das muss ja die Feuerspinne auch noch loswerden. Kommt überhaupt her? Scheiße, ey. Kommt jetzt hier noch von einer Wasserspinne! Wo kommt die Wasserspinne her? Los, komm mal ab, hier ist Wasser hier unten drin. Genau! Oh. Das ist nur nervig. Das zieht nicht ab, aber es ist nervig. Stirb doch endlich! Oh. 5 Parts hier an dem Typen hier rumgeklopft. Oh, jetzt haben wir noch genug Pigment. Wow, nicht ins Wasser fallen, bitte. Nicht vom Beckenrand springen. Lalalala. Abgezockt. Rotspinne. So, okay, kommen wir zu den Kirschis. Mann, hier kann man nicht Cocktailkirschen. Das ist der Dicke wach geworden. Na klar. Was störst du mich hier mal? Mann, dann geht einfach auf den Dicken hier. Den merkt bestimmt auch schon längst fertig. Haben wir gesagt, lass die Bus nicht so oft beißen. Die Spinne ist da im Wasser. So, ich komme jetzt hier einfach zur Hilfe. Ne, wenn er pennen würde, wäre besser. Oh Gott. Das ist ja schnell. Okay, einmal gewissen. Beim zweiten Mal habe ich ab. So lange mal Tritt gehe ich noch. Aber im zweiten Mal wird es kritisch. Ich habe Angst. Ne, der ist mir zu. Der ist mir zu aktiv. Der dreht sich wie so ein Rumkreis hier. Den kann ich nicht machen. Der frisst alle auf. Wir haben hier noch Zeit. Ich helfe dir! Ich renne! Nein, jetzt beißt er mich ein zweites Mal. Okay. Achso, so viel hat er so noch nicht abgezogen. Vorsicht! Ich drück den A-Button! Vorsicht! Ja, da, ja! Was, Alter, mach schön Doppelkombo, Alter! Was? Ja, war so eine Schwärme. Alter, voll fies, der kann ja schmachen. Nein, lass mich in Ruhe, Mann, nein! Was? Geil! So. Cool. Warum hatten wir damit so eine Probleme? Kann man das mir mal erzählen? Das ist ja ganz schön gefährlich hier mit dem kleinen Kind. Na toll, ja, da fahren sie jetzt noch genau lang. Der Feuerspinne. Dann schnappt die sich noch den Schlüssel. Stimmt, auch wieder. Wieso sollst du mir den Rubin da schnappen? Mann, du Scheißvieh! Ich seh nichts mehr! Okay. Ich seh nichts mehr. Ich seh den Schiss in Ohren. Oh, ich seh so. Nichts mehr. Wenn jetzt nichts mehr schief geht. Ja, jetzt einfach. Da ist noch eine Wasserspinne, die kommt hier nicht hoch. Okay. Cool, ich will voll den Schlüssel haben. Mein Schlüssel!
So, ich hol mir alle, dann kriegt man hier alle zusammen. Wasser im Wasser, voll krass. Vielleicht hat die das Ding voll gemacht. So, endlich der Ausgang, wo ist er? Pisst sie hier gleich ein. Das war uns ein bisschen Haut. Gut, andere Spinnen zünden ja ihren Furz an. Na, ich will keine Pigment. Na, pass auf, dass sie. Das wäre jetzt auch hart gewesen, wenn die jetzt voll ins Wasser. Ich hab's auch so. Gleich abgepfiffen. So, schnell graben. Und dann raus hier. Oh ja. Obwohl wir noch genug Zeit hätten, ja. Das ist scheißegal! Okay. Ja, da waren wir. Na, warte, ein paar Schätze einsammeln hier. Wir haben noch ja, aber so viel Zeit haben wir dann doch noch. Warum transit jetzt zur Spinne? Okay, die hat die. Aber das einzige Problem ist ja Wasser. Also, wenn hier irgendjemand trinken sollte. Ja. Dann gehe ich gleich rein. Vielleicht dürfte das nicht passieren. Eigentlich nicht, ne. Sollte man es hören, dann kann man ja schnell Notbremse ziehen. Das hat natürlich keine blauen hier. Hält da im Wasser ist nämlich auch noch ein Schatz. Genau, Pat, noch ein bisschen Musik. Wasser, den kannst du ja auch noch holen, oder? Wir haben so viel Zeit. Ja, oder hol ich auch. Mit Rot. Das ist das Problem. Ich muss jetzt erstmal warten hier, das können die mir dann hell schissen. Ah, die kommen da bestimmt auch noch rein, ne? Warte lieber bisher. Ich hätte persönlich Angst. Okay. Ja, ganz schnell. So. Okay. So. Fixe Nummer war das. Kommen die letzten Beeren jetzt noch. Ist da oben jetzt noch was? Zack. Stup. Hier ist noch ein Taler. Ach naja. Aber die Spinne hat bestimmt auch noch einen Schatz. Ich geh jetzt rein, ne? Stup. Jetzt geh rein. Go. Level verlassen. Um Gottes Willen, ey. So. Gott sei Dank. Cool, Mann. Einfach nur cool, und Mann. Und sogar noch einen besseren Highscore. Ja. Uh-huh. Und Swing aus Weiß wird Pink. Ah, oh, schön. Das Wichtigste. Schön. Zack. So. Gott, so Höhle der Geheimnisse. 5 Ebenen, 7 Ebenen, 2 Ebenen. Und dann nochmal 5 Ebenen. Es sind bloß noch 4 Welten. Ich würde sagen, wir werden den Part heute mal ein bisschen frühzeitig, wa? Ja, das ist alles zu viel. Im nächsten Part müssen wir dann halt mal richtig rangehen. Aber ihr seht schon, Freunde, das ist bald vorbei. Ja. Ich glaube, Köhle des Kaisersreich, da ist, glaube ich, nochmal so ein Endboss da. Mhm. So ein Fürst Knollenauge ist da, glaube ich, nochmal. Schlabbermann. Oder war das generell so ein Endboss-Marathon nochmal so ein bisschen? Auch so eine fette Raupe? War da, glaube ich. Ja, bei 5 Ebenen? Ja, das ist gut vorstellbar. Oh, hier mit dem scheiß Vogel, ey. Gott des Donners. Das wird noch scheiße. Ja, das wird. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Das hier war einfach, wo es mit ganz kleinen Ebenen, ganz kleinen Welten, wo es ganz viel fetten. Das war doch mein Fehler, oder? Ich habe doch einmal aus Versehen gerübst. Ich glaube, zum Schluss hat er eine Kehle mehr gehabt. Oh, das kann sein. Wenn ich mich da recht entsinne. Wenn nicht, dann war es irgendwo anders. Aber ist auch egal. Da war in jeder Welt so ein Fetter, ey, der den Schlüssel hatte. Oh, ein Highscore wieder. Das ist halt eine Sammlerhöhle. Ja. Cool. Freunde, wir haben es bald geschafft. Voll geil. Riegeln. Fällt dir den Schlüssel zum nächsten Level. Entkomme, bevor die Zeit um ist. Weiße Blüten zeigen erforschte Bereiche. Pigmentblüten heißen, alle Pigment sind entkommen. Gott sei Dank. Und heißt so, sie sind perfekt. Yay! Cool. Seid ihr auch schon gespannt, welches Bonus-Video wir uns dann anziehen dürfen? Oder habt ihr das schon vorher gegoogelt oder bei YouTube eingegeben, ihr Fiesen? Naja, dann können wir auch nichts dafür. Ja, selbst Spoiler. So, okay. Na gut, Pat, dann würde ich sagen, nächsten Part. Ja, was? Schon mal welche Vorahnung? Ich wäre fast dazu, den Night Titty mal abzurocken. Ja, dann haben wir es hinter uns. Ja. Ja. Gut. Also, Freunde, ja, im nächsten Part, dann Zimmer des Sammlers, die zweite. Aha. Das wird scheiße, aber was soll man machen, ja? Also, dann bis zum nächsten Part. Ciao! Bis zur nächsten Challenge!